Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von American Talk Simulator. Jo, let's go. Hab gerade ein bisschen Frühstück gegessen, endlich mal, nachdem es mittlerweile schon um 10 Uhr ist. So. Da, Dynamit. Hunderte Tausende Euro. Liegt einfach ein Stein auf dem Weg. Was ist denn hier los? So. Machen wir es mal frisch auf dem Weg. Unsere Statuswerte sehen alle relativ kacke aus. Wieso sind wir schon wieder so müde? Hä? Ah. Also zeitmäßig brauchen wir immer noch 19 Stunden. Ich sag, wir müssen schneller fahren, Alter. Das geht ja gar nicht. Irgendwie haut es gerade zeitmäßig. Nachdem wir geschlafen hatten letztens, braucht man nur noch 23 Stunden. Und die nächste Pause war in 13 Stunden. Das heißt, von der nächste Pause in sind also 8 Stunden vergangen. Während wir von der Strecke gerade mal 4 Stunden geschafft haben. What the fuck? Was denn da los am Anakolm? Okay, wir müssen also echt uns ein bisschen sputen hier, sonst wird das. Ja, klar. Ein bisschen sputen, schalt den Motor ab. Yeah. Ein bisschen Energie sparen hier. Wir sind ja die Eco-Trucker. Ah, müssen wir uns mal ein bisschen ranhalten hier, ne? Ein bisschen so, ne? Ein bisschen High Speedy und so. Hallo Speedy. Eieieiei. Wo kommt dieser Gegenverkehr her? Tja, aber müssen wir ja. Das schaffen wir gar nicht. In 4 Stunden müssen wir schon die nächste Pause machen. Das heißt, also in etwas weniger als 5 Stunden. Das heißt, in etwas weniger als 4 Stunden kriegen wir schon hier, dass es Bett rot ist und sowas alles. Das heißt, jetzt, wenn wir bis dahin wirklich 4 Stunden von der Strecke schaffen, haben wir immer noch 14 Stunden übrig. Das heißt, nach dem Pen müssen wir dann nochmal 14 Stunden durchfahren. Das schaffen wir doch gar nicht. Eieieiei. Sag mal, bin ich jetzt gerade irgendwo falsch abgebogen? Wieso fahren wir gerade? What the fuck? Wir haben hier Pau. What the fuck? Hä? Wie kommen wir nach hier unten? Oh. Nee, hä? Ja doch, der hat die Strecke verändert. Ich könnte schwören, wir kamen in der letzten Folge, kamen wir von hier. Weil ich habe nämlich hier, als, um hier reinzukommen, habe ich hier eine große Wende gemacht. Wir kamen von da vorne und sind hier einmal schon im Bogen gefahren. Und der Autopilot kapiert aber nicht, dass wir von dem Platz auch wieder als Wende, oder vielleicht darf man es auch gar nicht, keine Ahnung, aber dass man, ne, dass wir in der Richtung da wegfahren wollen. Und hat uns deswegen quasi, statt nach hier loszuschicken, hat er uns nach rechts losgeschickt und den gesamten 30 Runden um den Wendekreis zu machen, nur um dann hier wieder zurückzufahren.
Das ist ja super intelligent. Warum macht das Spiel das? Wenn das hier eine Raststätte ist, dann darf man hier doch garantiert auch nach links abbiegen, oder nicht? Nicht? So. Nee, Alter. Dieses Navi, du. Das ist ja, wisst ihr, wir wollen uns beeilen, damit wir schön schnell hier zum Ziel kommen. Jetzt haben wir auch nur 17 Stunden. Gut, das ist jetzt auch nicht so viel weniger. Ja. Aber sieht zumindest schon mal realistischer aus. Genau, jetzt sind wir wieder einigermaßen im Zeitplan. Wir sind zwar immer noch etwas dahinter, aber nicht mehr so krass wie gerade eben. Eieieiei, einmal mit Profis arbeiten, du. Ein einziges Mal mit verfickten Profis arbeiten, ja. Was hast du für eine Straße, sag mal? Das geht ja hier ab wie auf der Achterbahn. Lol. I'm driving from town to town. From London to Taiwan. Ey, siehst du, was sie auf jeden Fall bräuchten? Ich meine, nachdem die jetzt Euro Truck Simulator rausgebracht haben, schon etwas länger, und jetzt auch noch den American Truck Simulator rausgebracht haben, wir brauchen einen Japan Truck Simulator. Ich weiß, es gibt Mods für den ETS mit der Japan Mod, aber erst ist das Ding Trauerspiel, weil es super buggy ist. Und zweitens ist natürlich auch die Map super klein. Ja, und ich jedes große Rennspiel, was es auf dem Markt gab, was mehrere Kontinente oder mehrere Länder abgedeckt hat, war Japan auch immer mit dabei. Ja? Ich meine, so viele Spiele habe ich jetzt nicht gespielt, aber es gab ja zum Beispiel damals diesen Midnight Club oder wie das Spiel hieß. Und da gab es ja auch Berlin-Karte, dann irgendeine Karte in Amerika, keine Ahnung, welche Stadt das jetzt war, und Tokio. Dann gibt es auch noch, also jedes Autorennspiel, was es gibt, was mehrere verschiedene Länder abdeckt, da ist auch immer irgendwas, meistens Tokio, aber irgendwas aus Japan mit dabei. Und auch gerade in Japan gibt es auch schöne Landschaften, weil ist nun mal ein Vulkan, also eine tektonische, geografisch aktiv Dings da. Ja, also mit vielen Vulkanen und Bergen vor allen Dingen. Und vor allen Dingen anders als Amerika, auch sehr grün. Ja, das heißt, da gibt es so viele richtig schöne Strecken. Gerade das könnte man natürlich richtig schön als Vorlage nehmen, um noch einen dritten Truck Simulator rauszubringen. Dass wir nicht nur Euro Truck Simulator und American Truck Simulator, sondern auch noch entweder Asian Truck Simulator, ganz Asien, was aber ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen wäre, sondern einfach diese Hauptinselgruppen von Japan hat. Also einfach ein Japan Truck Simulator. Ich meine, dadurch, dass Japan ja so relativ... Ja, also ich meine, klar, von der Gesamtfläche her ist Japan natürlich im Vergleich zu Amerika und zu Europa ein Witz. Aber dafür könnte man ja die Strecke etwas detaillierter machen. Dass man die Strecke halt nicht so zusammenstaucht wie hier, sondern dass man halt wirklich, ich weiß nicht, für eine, zu einer... Weil hier haben wir aktuell jetzt irgendwie 1 zu 5 oder 1 zu 10 Skalierung. Weil ich glaube eher 1 zu 5 oder so, keine Ahnung. Ah nee, andersrum. 1 zu 10 oder 1 zu 20, so rum war es. Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier eine relativ große Skalierung, ne? Wie ja vielleicht schon einigen aufgefallen sein könnte. Ne, und das könnte man ja dann einfach im Japan Truck Simulator anders machen. Dass da die Maßstäbe denn doch etwas realistischer sind. Dass man da halt nur macht, so weiß ich, 1 zu 3 oder 1 zu 2 oder gar gleich 1 zu 1. Je nachdem, wie groß man das Ganze aufziehen möchte. Ne? Weil ich sag mal so, genug Landschaften gibt es in Japan. Also Lohn tut es sich auf jeden Fall. Das wäre schon echt geil. Ich meine, gut, Japan ist wieder halt so ein Land,
Dann musst du wieder links fahren. Danke dafür. Aber wie gesagt, gerade so streckenmäßig und so sieht es halt echt geil aus. Was halt vielleicht noch ein Hindernis sein könnte, ist halt, ich meine, die meisten Europäer, die kennen ja zumindest die englische Sprache so weit, dass sie hier so mit englischen Sachen das Ganze hier so ungefähr klarkommen. Ja? Die wissen schon so, wie sie sich orientieren müssen. In Japan sieht das Ganze dann ein bisschen anders aus. Wenn man dann überall nur noch japanische Schriftzeichen hat, ja, dann ist man vielleicht ein bisschen aufgeschmissener als in Amerika. Da kann was dran sein. Ja? Würde ich gar nicht abstreiten. Aber ich meine, man hat ja selbst im American Truck Simulator die Möglichkeit, das Spiel zumindest die gesamte GUI einzudeutschen. Ja, und das könnte man im Japan Truck Simulator genauso machen. Dass man zwar vielleicht von den Schildern kommt, was erkennt, aber dass man sicher, weil man fährt ja sowieso meistens hier unten mit dem Navi. Warum link ich gerade? Und ich meine, das hier kann man ja eindeutschen. Oder einamerikanischen, wenn halt Amerikaner das Spiel spielen wollen. Ja, genau. Aber wie gesagt, das wäre halt nur noch wirklich so ein Spiel, wo ich mir sagen würde, weißt du was? Wenn ihr schon auf die... Drücke ich hier gerade andauernd auf die Maustaste drauf? Oder ist hier gerade irgendeine Taste kaputt? Weil die Y-Taste kann es nicht sein. Da komme ich garantiert nicht aus Versehen einfach mal so drauf. Höchstens die linke Maustaste. Was soll ich sagen? Genau. Nee, also, ne, wenn ich schon auf dieser Engine, diese Prism 3D, schon mehrere Spiele rausbringe, dann gleich richtig die Geldkuh molken und sagen, okay, komm, wir bringen auf diese Engine einfach noch ein Spiel raus. Auch wieder mit 20.000 DLCs, ist mir scheißegal. Ich würde für jedes einzelne davon bezahlen, weil es würde sich einfach lohnen. Wenn man es richtig umsetzt, muss man dazu sagen. Aber wenn ich mal bedenke, wie der American Truck Simulator geworden ist, einfach geil. Wenn die sich für den Japan Truck Simulator dann genauso viel Mühe geben, dann würde ich doch dafür locker noch Vollpreistitel bezahlen. Plus die ganzen DLCs, die sie dann rausbringen. Gut, mit den DLCs in Japan wird es ein bisschen schwieriger, weil ich meine, Amerika und Europa ist halt so groß, dass sie halt für die Länder dann halt als DLC rausbringen können. Japan ist ja bloß ein Land. Da können sie dann höchstens verschiedene Präfekturen als DLCs rausbringen oder so, keine Ahnung. Da hat man dann, wenn du den Japan Truck Simulator kaufst, hast du dann wirklich nur Tokio. Und alle anderen Präfekturen und Ländereien musst du dir manuell dazu kaufen. Jetzt ganz neu, das Fujiyama DLC. Das Nagano DLC. Ja. Sehr geil. Also da gibt es schon Wege, das Ding auch finanzierbar zu machen. Wie gesagt, würde ich mir kaufen, auf jeden Fall. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Bei weitem nicht der Einzige, der es kaufen würde. Warum überholst du und bremst denn hier so scharf? Was ist los mit dir? Ja, wie gesagt, also, ne, das fehlt irgendwie noch. Das fehlt. Weil, wie gesagt, Japan ist in der Straßenszene, spätestens in der Autoszene, ist Japan halt eine feste Größe. Also, vor allen Dingen halt Tokio. Gibt's halt unzählige Spiele, gerade so die Spiele, die jetzt so um die 2000er Jahre oder kurz danach rausgekommen sind, wie gesagt, Midnight Club, diese ganzen Spiele, wie die alle heißen, da gibt es halt zigtausend, die in Tokio spielen. Also warum nicht auch einen Truck Simulator rausbringen für Tokio? Und dass es sich lohnt, zeigt ja, dass es eine Mod-Community gibt. Ne, es gibt ja, wie gesagt, für den ETS gibt es ja die Japan-Map als Projekt. Aber halt nur von Modern. Ah. Hütchen. Ich wollte doch eigentlich gar nicht wieder... Ach nee, ich habe nur gesagt, dass wir nicht diesmal in dieser Folge nicht so viel rumbashen wollen.
Und wir haben ja nicht gebasht, wir haben nur weitere, ne, Ideen geäußert. Wow, fahren wir mit 90 mph, was ist denn los hier? Lol. Warum so schnell? Geht hier gerade ein bisschen bergab oder was? Und wir haben immer noch 14 Stunden vor uns. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir können so schnell fahren, wie wir wollen. Man holt die Zeit immer gar nicht so ein. Was mich halt irgendwie ein bisschen wundert, weil ich meine privat, wenn ich hier privat spiele, dann fahre ich ja auch nicht so freundlich und baue mir aber immer einen riesen Puffer auf. Ja? Da hat man auch mal das Gefühl, die Zeit geht rückwärts. Aber irgendwie gar nicht. Naja. Oh, da vorne kommt Gegenverkehr. Aber der einzige, wie es aussieht, und wir werden müde. Ah, leck mich doch. Oh oh. Gefährlich! Oh mein Gott. Ich hasse Gegenverkehr. So, das heißt, wir müssen auch langsam wieder Bett finden. Wobei, nee, noch ist das nicht rot. Ich warte diesmal wirklich, bis wir im roten Bereich sind. Oder anders gesagt, noch mindestens eine Stunde. Sowieso, mindestens. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier die Betten auslasse, kriegen wir nicht später überhaupt noch eine Chance? Oh ja, guck mal, hier ist noch eins. Hier, ja, okay, komm. Ja, guck mal. Oh. Unser Weg ist gesäumt von Betten. Ah, guck mal, hier sind aber keine mehr. Da ist noch eins, okay. Aber hier ist wieder ein großer Bereich ohne Betten. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich dann hier niederlassen. Da mache ich da mal so einen Punkt hin. Damit wir da schon mal Bescheid wissen. Warum haben wir hier überall bereits befahrene Strecke? Achso, guck, hier ist unbefahren. Deswegen habe ich einen Punkt hingemacht. Ich wollte gerade fragen, warum habe ich einen Punkt hingemacht, wenn wir die Strecke doch bereits schon kennen. Ach ne, guck mal, hier hinten können wir auch nicht, ne? Ah, okay, so war das. Ja, genau, okay. Den Abschnitt hier in der Mitte, den kennen wir. Also den hier. Aber das können wir noch nicht und das hier oben können wir noch nicht. Deswegen. Okay. So, da vorne liegt ein Auflieger. Steht ein Auflieger. Ah ne, das ist ein LKW. Mit Motorschaden, wie es aussieht. Achso, siehst du? Bis zum nächsten Wegepunkt brauchen wir 3 Stunden. Ich glaube, das ist doch ein bisschen sehr weit. Ja gut, aber zumindest haben wir den Wegepunkt, damit wir wissen, spätestens da müssen wir pennen gehen. Ja. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich glaube mal, sobald das Bett anfängt rot zu werden, suchen wir uns dann den nächsten Rastplatz. Was wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern dürfte, ne? Nein, hier bin ich falsch. Ich wollte zur 7. Da. Naja, noch 40 Minuten. Ah, mal schauen. Ich würde es schon gerne ein bisschen herauszögern. Weil wir haben bloß noch 30 Stunden. Das heißt, wenn ich es schaffen würde, in 30 Stunden noch zweimal zu pennen, dann wäre alles in Ordnung. Aber dann müsste ich die gesamte restliche Strecke in 10 Stunden schaffen. Und das bezweifle ich ganz einfach. Ich glaube nicht, dass wir die restliche Strecke in 10 Stunden schaffen. Wird schwierig alles. Wird alles ganz schön schwierig. Naja, gut, gucken wir mal.
Siehst du, komm, ist Tag. Gibt's keinen Bahnverkehr mehr. Ich glaube, die schlafen tagsüber einfach. Das ist mal eine enge Kurve, Alter. Weißt du, wir sind hier mitten in der Walachei, ja? Für alles riesig viel Platz und das ist so eine enge Kurve. Warum ist hier rot? Scheiße. Egal, zu spät. Das Problem ist, dadurch, dass du die Straßen hier halt nur so als ganz kleinen Knubbel siehst und nicht wirklich als Straße, so wie da vorne zum Beispiel, realisierst du erst viel zu spät, dass da eine Ampel ist. Ich meine, gut, hier sind doch Verkehrsschilder, die auf... Hier ist schon wieder eine Ampel. Fuck. Sorry, Leute. Oh, nein. So viele Ampeln hier. Oh, Polizia. Ja, halt da. Oha, schon ist unser Bett rot. Kacke die Wand an. Ah, das ist nicht geil. Vor allem, wenn wir jetzt hier so viele rote Ampeln haben. Oder vorne haben wir schon wieder rot. Oh Mann, ey. Ah, nee, links habe ich am grün. Oh, das schaffen wir. Oh. Nein. Ja, scheiße, ich war dann. Ich wollte gerade ja sagen, aber nee, hat auch noch umgeschalten. Fuck. Mein Gott. Warum gibt es in der Stadt immer so viele Rotphasen? Kann man nicht die Ampeln besser aufeinander abstimmen? Dass wenn man bei der einen Ampel grün hat, aber der nächsten Ampel dann auch grün ist? Ich dachte, das macht man so. Ha? Aber nö. Nee. Warum auch? Das wäre viel zu logisch. Ich hoffe schon wieder rot. Eine Scheiße hier. Ah. So, jetzt müssen wir uns aber langsam mal einigen. Na gut, ich glaube mal, wir fahren auf die Autobahn rauf. Das Ding überfahren wir einfach und dann fahren wir wirklich doch dahin. Ist ja gar nicht mehr so weit. Ja, komm, machen wir. Okay. Wow. Das sieht ja mal echt interessant aus. Ey Leute, beruhigt euch mal alle hier. Aussichtspunkt, die würde ich jetzt gerne mal besuchen. Guckt euch das an, Alter, wie geil das aussieht. Ach, ist auf der anderen Fahrbahn. Ach, scheiße. Na gut, also sowieso gestorben. Ich wäre müde. Und das jetzt auf der Autobahn. Eieieiei. Das gibt eine Katastrophe, Leute. Das gibt eine Katastrophe. Ah, fuck. Wir haben noch 12 Stunden vor uns. Und bis zum nächsten Wegepunkt brauchen wir, also bis dahin, wo wir schlafen, brauchen wir vielleicht noch eine Stunde. Denn Penn war. Und dann haben wir für die restliche Strecke haben wir noch 11 Stunden. Ich hoffe mal, schaffen wir in einer Schlafphase oder in einer Wachphase. Also alles ja schon eng.
Einfach mal Sekunden schlaff auf der Autobahn. Easy. Mach ich jeden Tag. Wie damals mein Lehrer immer gesagt hat, lieber 8 Stunden Autobahn als gar keinen Schlaf. Na guck mal, hier schon die erste Raststätte. Das heißt, bis zur nächsten schaffen wir es locker. Ohne dabei in Sekundenschlaf zu verfallen. Acht Minuten haben wir noch. Sollten wir schaffen. Das fängt ja glaube ich auch nicht direkt danach an, ne? Ist ja. Wenn die Zeit abgelaufen ist, haben wir glaube ich noch ein paar Minuten, bis der Sekundenschlaf anfängt. Sollte also alles im grünen Bereich sein. Da kommt Leute, jetzt eine Autobahn. Keine Parktasche. Guck mal, der Rote weiß, wie es geht. Oh, 0 Minuten. Silly. Halt, also ab jetzt wird's gefährlich. Okay. Wann kommt die Parkgelegenheit? Eieieiei. Kann nämlich sein, dass ab dem nächsten Mal, sie werden müde, wir dann auch anfangen, unseren Sekundenschlaf zu bekommen. Ey, guck mal, da vorne ist noch eine Parkgelegenheit. Achso, ja gut, okay. Wie gesagt, bis andere dürfte es nicht mehr so weit sein. Also eigentlich müsste die da gleich bald dann irgendwann mal in Stunden kommen. Ah, ich glaube, da vorne ist sie sogar. Mann, weg da mit dir. Kusch. Ja, da vorne ist sie. Sehr geil. Und noch keinen Sekundenschlaf. Yeah. Komm, wir ordnen uns mal hier ein. Außer die Bremsen hier alle runter, wie die Bekloppten. Dann nicht. Sehr geil. Puh. Und wir brauchen noch gerade mal 10,5 Stunden denn danach. Zum ersten Mal fühle ich mich wieder sicher. Dass die ganzen NPC-LKWs hier immer einfach nur durchfahren, ne? Guck mal. Der ist einfach nur hier raufgefahren, um wieder runterzufahren. Voll der Noob. So, aber. Das heißt, 28 Minuten. Dann mache ich aber jetzt auch gleich mal Pause. Okay, also Handbremse, Motor aus, ist Edgar. Und wir wachen wieder mitten in der Nacht auf. Dit. Und es regnet auch noch. Oh mein Gott. Ja, also ein schlechteres Omen für die restlichen 10,5 Stunden Fahrtzeit gibt's gar nicht. Das wird ein Horror. Ein richtig schöner Horror. Ja. Das heißt, wir sehen kaum was. Wir dürfen nicht allzu schnell fahren, weil wir durchrutschen. Bis dann.